geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute mit Semi und Ockern. Wir trainieren heute Push. Ich halte mich an den Jungsplan und ja, ich würde sagen, lass uns trainieren gehen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, ist kostenlos. Let's go. Let's go, let's go. Wir trainieren heute Push, ja? Ockern? Nach deinem Plan oder Semis Plan? Semi ist ein bisschen verletzt, ja. Er hat ja bald Weltmeisterschaft im Powerlifting. Wann, Bruder? Sag mal genau. Ja, noch einen Monat. Nichts passiert. Gänsehaut. Noch einen Monat knapp. Ein Monat? Genau. Powerlifting-Wettkampf heißt, Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen. Was sind deine Stats? Meine Stats bisher 270 ist bei Kniebeuge. Dann haben wir 190 Bankdrücken und 380 Kreuzheben. Ja. Gibt es immer so ein Total, was genau, man erreichen muss? Genau. Nee, nicht was man muss, aber klar, der höchste mit dem höchsten Total, also alle drei Werte zusammen, gewinnt dann auch die Meisterschaft. 830 oder sowas muss ich anpeilen. Schon ziemlich hoch. Das ist krass. Das echt ganz aus. Bei dir? Nicht so, Bruder? Bei mir, Bruder, Fußball, ja? Fußball? Ich bin wieder an der Pille, Dicker. Wo bist du? Welche Mannschaft? SSC Teutonia, Dicker. Unglaublich. Meine Kindheitsmannschaft, Bruder. Das Dings spielt Bundesliga, Bruder. Zweite Bundesliga. Dieser einfach klassische Flur. Wie letztes Mal. Oder Sammy von hinten. Du siehst unglaublich aus, ja? Aber nur von hinten, weil Gesicht schwer. Sag mal, was hast du in deiner Tasche, Bruder? Adam, ja. Was natürlich nicht fehlen darf, Dicker. Adam, ja. Für maximale Durchblutung, Dicker. Wie viel Milliliter am Tag? Ich trinke so ein Ding weg, ja? Am Tag. Ah, super. Ja. Besser als wenig. Normalerweise Hälfte reicht, aber Hälfte super. Reich? Ja, aber ganz ist noch besser. Dann ab jetzt Hälfte. Andere Hälfte kannst du mir geben. Bruder, was mit Semi? Was mit dir los, Bruder, heute, ja? Was denn, Bruder? Was hast du gegessen heute, Bruder? Er ist unglaublich auf Brötchen. Ich schwöre, er ist missprall heute. Ich bin ganz brav. Wow, einfach. Er hat ein bisschen dran genug, Dicker. Trink mal jetzt. Du musst trinken jetzt. Warum sagt man sowas? Adam. Ich hab kurze Hose vergessen, oder? Ja, warum hast du keine lange dabei? Ja, ich hab Jeans. Ja, so soll ich trainieren? McFit halt Standard, oder? Bruder, aber und? Nein, Bruder, die Hose ist... Ich glaube, die ist ja, gut. Das kann man schon machen, oder? Nee, ernsthaft, was willst du jetzt machen? Du musst ja jetzt zu trainieren, ich hab ja geschickt. Egal, stark, ja, einfach. Boxershorts. Bruder, wir bringen neuen Flavor rein, einfach. Ja, safe. Du auch mit Jeans? Nein, wenn du ein Bruder bist, trainierst du auch in Jeans. Nein. Was geht bei dir, Bruder? Nein, Bruder, bei mir, ich bin direkt zugekommen. Vor dem Training zwei Scoops Crank on Pro. Damit ich neben den Beinen nicht so schmal wirke. Muss maximale Durchblutung angeregt werden. Ihr könnt mit meinem Code maximal sparen, auch mit Code Ockern und Code Semi. Checkt die gerne Jungs ab, support die Jungs. Zwei Scoops, war noch was kotzen, glaube ich jetzt, oder? So, wir trainieren heute Push. Nach Ockerns Plan. Erste Übung immer Schultern, Bruder, oder? Ja. Erklär kurz den Plan. Ich mache immer abwechselnd. Also Schulter, Brust. Schulter, Brust, drei Übungen jeweils. Ja. Und dann Trizeps zum Schluss. Also drei Brustübungen, drei Schulterübungen und am Ende Trizeps zwei Übungen. Genau. Wie viele Sätze machen wir? Immer drei Sätze. Drei Sätze. Wenn eure Brust eine Schwäche ist, dann fangt mit der Brust an, also macht die komplett durch. Mhm. Aber bei mir ist eigentlich relativ ausgeglichen, deshalb mache ich es abwechselnd. Wenn eure Schulter schwäche ist, dann natürlich mit Schultern. Und nicht mit Jeans trainieren. Was? Ockern ist einfach. Maximal. Okay, geht gut. Ich geh dann nach Club, Dicker. Was ist bei dir Schwäche? Alles, Bruder. Ja. Wie Sätze machst du immer, Bruder, wenn du trainierst? Ich bin auch immer so zwei, drei Sätze. Zwei, drei Sätze ja. Pro Übung? Genau. Ihr macht schon. Ich mache immer viel mehr Volumen, eigentlich, aber. Ja, ich mache halt immer so ein bisschen schwerer, dafür weniger Sätze. Ja, bei mir ist halt immer viel Volumen, nicht, weil ich nicht so stark bin im Gegensatz zu euch. Aber du trainierst ja auch nicht 5-6 Mal im Gym, oder? Nein. Dreimal ja. Und dann halt überwiegend Klimmzüge und sowas halt, das ist halt so überwiegend, aber ja. Er sagt überwiegend jeden Tag, die ganze 200 Stück. Erster Arbeitssatz. Zum Schluss ruhig mit Schwung auch arbeiten.
Schwung ist auch. Egal, egal, auch wenn die Raps so sind. Ja. Es kommt am Ende auf den Stress an, den du aussetzt. Und dann. Die Muskeln wachsen. So eine Hose. Machen wir Off-Check von oben bis unten. Wie viel ist wert, Bruder? Hau raus. Weil auch schon 30 oder 25. Also du machst beim ersten Satz für die Leute da draußen. Genau. Wir machen drei Sätze Seite im Kurzhanteln. Ja. Jeweils immer eigentlich maximale Reps. 20 bis 25 Reps. Ich mache in meinem Push-Training zweimal Seitheben. Okay. Einmal halbe Kurzhanteln, viele Reps. Ja. Dann nochmal am Kabel, schön kontrolliert. Isoliert. Genau. Ist bei dir auch so ungefähr? Schulter, wenn du Schulter trainierst? Ich mache eine Schulter-Ding. Seitheben? Genau. Und dann machst du meistens Kurzhanteln oder mehr? Ich wechsle das immer gut ab. Ja. Ich feiere auch am Seil sehr, aber auch Kurzhanteln sind auch. Ich finde, hier kannst du mehr ballern als bei Seite. Ich tue es nochmal mit. Eine. Safe. So, zweite Übung. Schrägbank drücken, Kurzhanteln. Was würdest du den Leuten als Tipp geben? Also, ich mache immer so, Bruder. Ja. Kannst du jetzt noch. Also, ich finde. Also, ich sag ehrlich, ich finde dich. Du, wie willst du machen? Ich würde so machen. Nein, Bruder, das wäre mir zu steil, ja. Ja? Mir wäre das auch zu steil. Okay. Also, ich bin auch Dings. Ich weiß, ich würde hier, bei dir, hier würde ich schon zu viel zur Schulter spüren, ja? Guck mal, das Ding ist, solange du, hier ist es schwieriger aus dem Hohlkreuz zu arbeiten. Ja. Aber solange du hier in deiner Position darauf achtest, dass du kein Hohlkreuz machst, hängst. Ja, ich mache aber nur Hohlkreuz, deswegen. Ja, den unteren würde ich auch noch ein bisschen steiler, dass du ein bisschen mehr Stabilität hast. Ja, einen. Zufrieden, Bruder? Egal, Bruder, du bist eh der Stärkste, du musst eh an uns gestehen. Egal, komm. Wichtig auch hier, wie Ockern schon macht, nicht 90 Grad Winkel, sondern 45 Grad, immer. 45 Grad ist das. Und die meisten machen hier so. Ja, genau, die meisten machen so und du hast so viel zu viel Stress. Dann beschweren sie sich über Schulterschmerzen. Einen. So hast du viel zu viel Stress auf der Schulter ein bisschen. Dann hast du auch viel mehr Brust aktiviert. Einen. Und squeeze nach oben. Ist eh ein bisschen warm noch. Unser Rücken ist dran. Ja, ja, ist dran. Die meisten machen hier auch so, dann habt ihr die Bank drücken auf einmal. Ja, das ist genau. Normale deswegen. Flachbank. Achso, ja, ja. Und wenn du hier den unteren Rücken dran hast, dann arbeitest du wirklich für die oberen Brust. Also bis 45 Grad genau. Und viele machen zu steil. So. Genau so habt ihr. Schulterweg. Genau, so zieht zu Schulterweg. Einfach statt so. Bisschen reingehen, genau. Und oben zusammen. Super. Arda, schon dein Arbeitsgewicht, ha? Als Warm-up. Ja, das ist immer das Blöde, ich schwöre. Mit euch trainieren zu gehen. Heute kann ich auch nicht so schwer, deswegen ist kein Problem, Bruder. Ja, Bruder, wie wär's denn, wenn wir mit dir laufen gehen? Da würden wir auch schlecht aussehen, glaube ich. Schwimmen, Dicker, oder schwimmen, Junge. Ja. Bruder, ich kann nicht mal schwimmen, ja? Kannst du nicht schwimmen? Nee, nicht wirklich, Bruder. Wir müssen eigentlich mal ein Video machen. Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr sehen wollen, wie ich mit Sammy und Ockern schwimmen gehe oder laufen? Alle reinschreiben, oder? Reinschreiben, gerne. Geh mal zu mir. Pumpcover weg, Digga. So kommt schon wild mit Jeans jetzt auf einmal, oder? Hat was. So LA-Style-mäßig. So, dritte Übung. Schulter drücken. An der Multipresse. Normalerweise mag ich es, wenn die Bank ein bisschen... Mir ist die ein bisschen zu steil schon, aber... So ein Ding damit. Ja, so ein Mittelding wäre perfekt, aber es gibt nicht. Aber das ist schon, ja, das ist zu. Es geht schon auf obere Brust zu viel. Du magst aber auch mehr, bisschen, wenn es, wie ich meinte, ich mag auch mehr, bisschen, ja. Nein, aber nein. Egal. Ohne, ja. Sie sah so aus, als hätte ich Klimmzüge gemacht. Schnell runter, hoch, runter, hoch, runter. So, jetzt nur 15 Kilo. Ich achte mal jetzt drauf, dass ich mehr wie und
Achte mal auch hier darauf, kein Hohlkreuz zu machen. Tipps vom Profi. Nimm mal meine Käppi ab. Komm, Arda, was? Ich gebe alles raus, komm. Gib noch hier, komm. Drei noch. Ja. Eins, zurück. Zwei, komm. Oder letztes. Arda, Arda, komm, Arda, Arda. Alles raus. Komm, durch, zurück, hoch, allein. So. Komm, Timmy, komm! Schön! Komm! Schön! Schön! Drei noch, komm, drei! Schön! Jetzt aber, Kälte! Laden wir hier, andere ist das hier! Brennt, Digga! Aber stark! Guck mal, das ist was bei Semi geistkalt findet, aber es kommt vom Kreuzheben, wa? Ja, Unterarm. Sein Unterarm, wow! Ja. Ja, kommt, ja. Aber deine sind auch stark vom Klimmzüge. Ja, aber es, oder es kannst du vergleichen. Man muss halt die Gewichte heben beim Heben. Ich mache auch immer ohne Zughilfen. Deswegen, du hast ohne Zughilfen? Ja, ja. Beim Wettkampf darf ich ja keine Zughilfen benutzen. Deswegen, durch das ganze Halten und so. Ich habe auch deswegen, Arme. Leute, checkt Sammy unbedingt ab. Ich verlinke hier unten auf den Instagram, auch von Ockern. Checkt die Jungs ab. Wirklich. Krasse Athleten beide. Türkisch Trio, Dicker, komm mal ran hier. Supportet die Jungs. Kurzer Punktcheck. Sag nur Türkei! 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 Thumbnail haben wir jetzt auch, Dicker. Eigentlich. Komm! War knapp, Bruder, Walla, zum Schluss. Offiziell, Bruder, ich wollte schon sagen, die Leute werden sagen, er kratzt was ab und Sammy ist hin so mit Kamera. Er sagt so, komm, Bruder, noch ein. So, vierte Übung, zweite Brustübung, Brustpresse. Genau, sieht zwar schräg aus. Sieht zwar schräg aus, aber es ist halt, ist keine Schrägpresse. Schräg ist hier. Feuer. Hier auch drauf achten, dass man nicht zu breit bleibt, dann hat man wieder Schulterprobleme. Ja. Komm, Arda. Wir haben jetzt immer jede Übung drei Sätze. Ungefähr so außer Seitheben am Anfang waren 20 Reps am Anfang. Der Rest so zwischen 8 und 15. 8, 15, 8, 12, so diese Range. Offiziell. Ich brauche nicht mehr, Bruder, ich tue das hier vor mich hin. So krass hier, der Junge drückt normalerweise 190 auf der Bank, aber er ist leider ein bisschen verletzt. Ist halt ich will einfach nur ein bisschen durchbluten, ich will einfach nur Blut reinbekommen. Und einfach den Muskel ein bisschen trotzdem reizen. Das darf vielleicht einfach durch das Durchbluten und sowas die Regeneration gefördert wird. Ja, deswegen mache ich ganz leicht. Wie gesagt, er hat in einem Monat Weltmeisterschaft. Genau, kein Risiko eingehen. Aber das ist richtiger Ehrgeiz. Das ist richtiger Ehrgeiz. Keine Ego-Probleme, Janne. Ego sollte man eh zu Hause lassen. Habe ich auch. Also wenn ich mit euch trainiere. Jeans auch eigentlich zu Hause lassen.
nur sagen, dass diese Art mache ich zum ersten Mal, dass jetzt wieder Seitheben kommt, aber also genau, zweite Mal Seitheben. Kontrolliert so 10 bis 12 Wiederholungen. 10 bis 12 Wiederholungen. Schön langsam runterlassen. 3 Sätze, Ellenbogen führt und das Gerät auf Hüfthöhe. Like that, real dogs gon' bite back. Lazy people, I don't fuck with them. Friendly people, I don't fuck with them. I trust none, but my day once been played once and I've learned from it. It's all love on this side, no two faces and B-sides. Besides the fact I'm stacking up, please don't get me started. I've been hungry, I'm starving. Please don't get me started. Been hungry, I'm starving. You know how it is, I got too much on my mind. Focused on my shit that I barely get some time. See all of my friends, but they know it, that's my grind. I wanna catch that chain, but I cannot close my eyes. I don't play, it's on sight. Tryna catch that fight. Work all day, jump all night. So, letzte Brustübung, Butterfly. Und danach, noch zwei Trizepsübungen. Dann ist das Training auch geschafft. Ich bin schon platt. Bist du platt, oder? Obwohl ich immer so krass geballert habe, ja. Ich auch, Bruder. Was sagst du, schön? Ich würde sagen, schöne Fleischplatte mit Reis, dies und das. Ja, Tauch. Hähnchen sehe ich nicht. Einen. Schön ein paar Spieße. Aber zeigen wir euch danach. Man sieht schön die Streifen langsam, ne? Man würde denken, Bruder, du bist Wettkampf-Diät. Komm. Achso, ich dachte. Nur Dicker, ja. Aber da hat er gut gespielt. Aber hat er wirklich gut gespielt. War schon Oscar-reif, Digga. Hier drauf achten, Arme nicht durchstrecken, sondern immer ein bisschen. Bist du angewinkelt? Bist du angewinkelt? Money, cuz and chains, I feel marvelous. And I put that on my night. I want all of this. Money, cuz and chains, I feel marvelous. And it's like that every day. Brauchst du noch Kamera, mein Bruder? Bruder, was nimmst du die Stimme? Für dich umsonst, Bruder. Eine Palette rote Betesaft einfach. Super. Auch hier bei mir wieder nur Blut reinbringen. Ach echt, Bruder? Ich dachte, das Ding ist PR. Wann machst du eigentlich Patent auf Supersin? Ich muss eigentlich auch kommen, was? CEO auf Supersin? Safe. Nein. Du hast recht. Pump ist ja gar nicht da. Kaum, ja. Geistkrank. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, es liegt wirklich am rote Betesaft. Ich habe den ja direkt kurz davor getrunken. 100% natürlich liegt es an rote Betesaft. Rote Bete auf die 1. Was ist? Alter. Trizeps. Geht's. Padlan. So, wir kommen zum Schluss. Trizeps. Wir machen jetzt nochmal Dips. Im Supersatz mit am Kabel. Also direkt, ich mache dir jetzt ein paar Reps, dann direkt rüber. Auspumpen. Und dann auspumpen und dann davon 3 Sätze jeweils. Oder? Ihr macht 3 Sätze mal. Ja, ja. Wir ballern noch 2 Sätze jeweils, dann gehen wir duschen und dann sehen wir uns gleich im Auto, wenn es Richtung Essen geht. So, wir sind jetzt im Auto, ich habe wirklich crazy Hunger. Wir fahren jetzt nach Moabit zu El Reda. Ich glaube, die Berliner kennen den Laden. An alle, die den nicht kennen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wir zeigen euch gleich das Essen. Ihr habt auch Hunger, Jungs, oder? Alexander. Sehr Hunger? Also heute wird... Okay, große Platte. Ja, freue mich. Wir sitzen jetzt im Auto und ich habe geistkrank Hunger. Draußen geht Welt unter. Aber draußen geht die Welt unter. Wir haben Sommer, Digga. Geiler Sommer in Berlin.
Ich habe für Nachtisch, habe ich schon gesorgt. Ein Riegel, wo ist der andere? Ein zweiter Riegel. So, wir sind jetzt hier bei El Reda. Ihr seht schon, sehr viele Fleischspieße und sowas. Ja, Mann, da sehe ich mich, ja. Wir bestellen jetzt und dann zeige ich euch das Endergebnis, weil jetzt ein bisschen laut hier. So, Essen ist da. Reis, Hähnchen, Hackfleisch, gemischter Salat, Hummus, Thun, Pommes, Brot. Was sagt denn, Jungs? Ich habe auf jeden Fall Hunger. Cola Zero ist auch am Start. Eier dann auch. Erstmal hier ein bisschen Reis. Nehmt ihr schon eine Zwiebel? Nehmt ihr so eine Gurke? Was sagt das Fleisch, Dicker? Das Fleisch chillt ja nur, Bruder. Ein Thun rein. El Reda Morbid. Kommt vorbei. Super Laden. Wie viele Kalorien ist die momentan so? Keine Ahnung. 3500 oder so. Du, Sammy? Du trackst gar nicht so richtig, ne? Ich track auch nicht. Ich track auch nicht. Ockern ja auch nicht. Ich track auch nicht mehr. Also ich würde auch sagen. Also hier in Berlin esse ich auf jeden Fall mehr. Weil wir hier die ganzen Foodspots und sowas durchgehen, aber im Pforzheim, also bei mir zu Hause, esse ich sogar viel weniger. Also ich komme, glaube ich, nicht auf meine 3000 wahrscheinlich. Echt? Ich bin keiner, der viel essen kann. Vielleicht denkt man, dass ich viel essen kann, weil ich Powerlifter bin, aber ich bin nicht so. Jetzt, Sammy kommt hier aus Pforzheim und er wollte unbedingt noch zu Mac and Schnitzel nach Kreuzberg. Bruder, seit einer Woche. Seit einer Woche und Ockern bringt ihn nicht zu Mac and Schnitzel, Bruder. Ja, wir haben bis zum letzten Tag gewartet, offiziell. Aber wir fahren jetzt zu Mac and Schnitzel, ziehen uns auch noch einen Mac and Schnitzel. Was für Erwartungen hast du von Mac and Schnitzel, Bruder? Oh, Bruder, ich liebe Schnitzel. Also schon fast mein Lieblingsessen, ja. Also Schnitzel hast du große Erwartungen? Ja, Bruder. Und Dings auch. Ist ja so, Mac and Schnitzel heißt ja Nudeln mit Käsesoße. Richtig. Und da sind so Jalapenos, Röstzwiebeln und sowas, dies und das. Super Laden, werdet ihr gleich sehen. Sammy, ja, du musst sein. Aber knockt einen aus, muss ich ehrlich sagen. Ist wirklich eine, ja, so Energiebombe. Okay, Sammy. Du kommst ja aus Pforzheim, also kein Berliner. Logisch. Was sagst du zu meiner Empfehlung El Reda? Ich muss ehrlich sagen, El Reda ist ein Laden, ist jetzt kein Top-Spot oder sowas, aber ist schon ein sehr, sehr guter Laden, wo ich auch gerne essen gehe und den ich auch jedem mit reinem Herzen weiterempfehlen kann. Was, okay, sagst du jetzt dazu? Ich sag dir ehrlich, Bruder, ich habe schon bessere Läden gesehen, auch in Pforzheim sogar, ja, bei mir, da wo ich herkomme. Für mich war das eine 7 von 10, Bruder. Man kann da essen, man wird auf jeden Fall satt, aber es war jetzt kein Gaumenschmaus. Der Geschmack hat mich nicht... Also die Portionen waren groß, aber es war kein Gaunschmaus. Nein, ja, man kann essen, 7 von 10, Bruder, du gehst dahin, du wirst satt, salamu alaikum, aber du gehst... Aber 7 von 10 ist gut. 7 von 10 ist okay. 7 von 10 ist auch, also ist solide, ist gut. Dann sag ich 6 von 10, Bruder, Janne, wenn du es drauf anlegst. Ernsthaft jetzt? Nein, Bruder, 6 von 10 ist zu hart. Bruder, du gehst da raus... Oh komm, was sagst du? Bruder, 6 von 10, niemals, ich küsse dein Herz. Ich gebe eine 8 von 10, also ich war ja auch schon mal da. 8 von 10. Ja. Ja. Die Portion, also die Portionierung war ein bisschen Quatsch, Bruder. Also dass alles einzeln kam. Ja, tamam, okay. Das ist ja Optik, aber im Endeffekt macht ja nichts. Das macht ja den Geschmack jetzt nicht anders. Genau. Ja. Ich verringe nochmal um 1, Bruder, ich sag 5 von 10. Nein, nein, mach 2 von 10. Er hat aus McDonalds rausgemacht. So, wir sind jetzt in Kreuzberg, hier in der Gasse, bei vor Mac and Schnitzel. Jetzt. Ich kenne ja die Bowl, aber Sammy und so, mal gucken, was jetzt dazu sich nehmen. Wir zeigen euch schlechtes Endprodukt, aber es ist lecker. Sehr, sehr lecker, aber deftig. Hier Mac and Schnitzel, das ist hierbei in so einer Gasse. In dieser Gasse hier. Schöne Grüße an Beko, Abi. Er ist leider nicht da, glaube ich. Ja, Mann. Du willst eine Bowl, oder, Sammy? Ja, ich würde sagen, ja, ich bin zwar nicht voll, aber ich würde sagen, wir holen wird einfach eine Bowl und essen das. Ich will einfach nur, ja, auf den Geschmack kommen. Alles klar, okay. Oder machst du? Ich auch eher bei den Plausen, ja. Ja, Jungs, ich hab mich hops genommen.
Ja, wir essen zusammen, ja, safe. Ja, genau. Aber wir holen dich. Genau, ja, genau, das eine holen. Also wir holen eine Bowl und dann wollt ihr probieren, ja, so auf Dings. Genau. Auf politisch korrekt. Okay. Ja. Super, das ist. Also, let's go. Oder er kommt aus Pforzheim. Genau, er möchte unbedingt, probieren. Nice. Aber auch. Aber auch. Mit normalen Mac Schnitzel. Ja. Käse und Schnitzel Soße, will ein Mac Schnitzel, kostet 9,90. Toppings kosten 1 Euro extra. Krautbrot macht meine Mutter. Und wir haben noch 5 ausgemacht. Soße macht auch andere. Schmeckt Monster. Okay. Ich würde uns am besten empfehlen, Bruder. Die Mac Schnitzel Bowl, Krautsalat, Röstzwiebel, Knoblauch scharf. Du hast schon alles gemacht. Schlagbar, Wallah. Außer du bist ein richtiger Schaf-Fan, Bruder. Nein. Wenn du exotisch sein willst, machst du noch Honig selbst mit drauf. Nein, Bruder, wir sind mach mal ein bisschen von dem Schaf noch rein. Ganz wenig. Verträgt nicht, Bruder, ja. Verträgst du nicht? Er will doch nicht. Bruder, wenn es jetzt so volle Kanüle ist, dann ist es Quatsch. Chokas, Keuer. Ich mach eine extra Schale, Bruder. Sein kennt den Dippen mehr. Tamam, okay, perfekt. Tamam, Bruder, ich mach eine extra Schale. Tamam, super. Semi. Bruder, du hast unser Kopf auseinandergenommen. Nimm mal jetzt. Mein Dicker, seit einer ja, Woche. Ja. Komm, Jungs, einmal hat er mich hergebracht. Was ist euch los, Alter? Bismillah. Sag nichts falsch, gehört Kumpel von mir. Ja, so 6 von 10. Nein, ehrlich, Bruder, ehrlich. Nein. Ich glaube, er will auch eine ehrliche Meinung haben. Ja, warte mal. Boah, ist schon scharf, Alter. Oh, Dicker, das ist nice. Ist nice? Ja. Aber es ist deftig, oder? Also schon. Ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, die ganze Bowl ist niemals. Also jetzt auf Ritter, niemals. Ja. Aber das ist geil. Semi, sag ich. Okan, probier du. Ich will, dass du auch die scharfe Soße probierst. Kann ich, Bruder. Ich bin eigentlich nicht so der scharfe Typ, ja? Egal. Der meinte, die knallt richtig, gell? Und das ist alles Kopfsache. Krautsalat, lieb ich. Vorab. Mal gucken, Dicker. Auf circa nicht eine einzige Nudel. Ehrlich? Mhm. Bruder, ich danke dir. Dankeschön, Dankeschön, Bruder. Dankeschön. Ich bin eigentlich nicht so der scharfe Typ. Warum ist? Aber es geht auch fit. Ja? Doch, das schmeckt schon gut. Boah, die Pommes sind Weltklasse, ja? Danke euch, Männer. Arda, du bist dran. Du hast ja schon mal, wa? Ich hab schon mal, aber ich mach noch mal. Egal, tu einfach so, als wärst du noch nicht hier gewesen. Kamera. Also, die meinten auf jeden Fall, dass der ordentlich knallt. Also, nicht für mich. Bro, super Bowl. Sag ich ehrlich. Oh. Knallt? Ui. Sag ehrlich, komm vorbei. Lohnt sich wirklich. Also wirklich sehr, sehr lecker. Die Pommes auch Weltklasse. So, wir haben schön aufgegessen. Wirklich super. Super, oder? Ich sagen, Wallah, echt gut. Besser als El Rida. Wer noch nicht hier war, muss echt mal vorbeischauen. 100%. Ich schmecke den Schnitzel hier am Kotti in dieser Seitengasse. Mit Code Arda bekommt ihr auch nochmal... Einen Code Arda kriegt ihr nochmal 20%. Und ein süßes Lächeln noch vor. Ja, sorry, Becko, müssen wir ja auch mal machen. An alle, die kommen, Code Arda, super sind's. Was möchtest du jetzt? Du möchtest was Süßes, wa? Ja, so ein Cookie, Bruder. Nehm an. Es ist bei Lokma. Ich seh mich eigentlich bei Lokma, aber die Jungs feiern auch das nicht. Nein. Was seid ihr für Berliner, Wallah? Nein. So, wir haben jetzt hier noch so Cheesecakes bekommen. Mit Nutella und... Also unten ist Cheesecake, oben ist Nutella. Bei dir ist Erdbeere. Himbeere und Cheesecake. Sammy, was hast du? Ich hab mit Lotus. Lotus? Ich muss sagen, Mann. Das ist geil. Lotus, das ist Baba. Oder nochmal so Crunch-Stückchen, wa? Bei dir ist mit Crunch, weil Lotus ist. Das ist auch perfekt. Boah, aber sehr, das ist krank. Ich werde es ja noch flüssig bis jetzt. Das ist ja eigentlich schon der Beste. Ah, Jai. Lotus war das. Ja, das ist immer Geschmackssache, Messer. Manche Farbschöne riecht Nutella, weil die Lotus rein sind. Manche lieben fruchtig, die mögen gar keine Schokolade. Weißt du, was ich meine? Der Lotus ist krank, ja. Gut, das siehst du. Ja, aber an den erinnerst du andere Cheesecake und Lotus. Oder ich würde sagen, Ronaldo was Cheesecake. Der ist echt geil, krank. Gerade der meint, er hat keinen Platz, jetzt er ist ganz Cheesecake. Ich Butter wie Butter. Dieses Crunch ist krank, ey. Erinnerst du andere Kammer? Also Okan wollte noch einen von Movies Cookies, diesen Cookie, noch einen Cookie. Auf deine Empfehlung. Digga, einfach Cookies. Soll gut sein. Und Sammy holt sich auch noch Lokma. Wir haben heute alles einfach Foodtour gemacht. Jim Lok ist echt Foodtour geworden, ich schwöre. Boah, ist mit Füllung, ne? Bismillah. Oh. Ist schon dieses... Teigig hier. Mm. Schon krass.
Der kann auf jeden Fall was. Frage an den Chat. Ich sage, Spekulatius ist Lotus. Also Spekulatius ist gleich Lotus. Es ist einfach das gleiche, Jan. Das ist Quatsch. Bruder, das sind ist zwei Quatsch? Paar Schuhe. Ist warum? Quatsch, das ist doch der gleiche Keks. Nein, ist es nicht, Bruder. Was ist denn der Unterschied? Ich weiß nicht die Inhaltsstoffe, aber das ist auf jeden Fall was anderes, Bruder. Nein. Spekulatius ist nicht gleich. Schreibt das mal in die Kommentare, ob es das gleiche ist. Würde mich voll interessieren. Ich sage, Spekulatius ist gleich wie Lotus. Es ist einfach. Lotus ist nochmal. Muss man schon nochmal differenzieren, allein vom Geschmack. Achso, ja, probier mal den Cookie ein Stück. Du musst jetzt, Bruder. Walla, du musst. Das ist aber zu viel. Bismillah. Oh, ne, ja. Bruder, schmeiß doch mal rein, das Ding. Iss doch mal, Bruder, wer soll es denn jetzt essen? Ich esse niemals das Ganze. Nein, aber den Stück isst du. Er ist voll genervt. Ist gut, Bruder, ja? Ja? Ich bin kein Kuchen-Fan, aber der ist echt gut. Das letzte für heute, Lokma. Ja, geil. Ich kann vielleicht sagen, kurz mit was ich das gewählt habe. Sag mal. Schokolade ist drin, Schokolade ist draußen, dann nochmal also Bueno. Also Nutella ist drin? Nutella, ja. Ja. Nutella. Nochmal Nutella oben drüber. Ja. Und dann Bueno-Soße auch oben drüber. Ja. Pistazien. Ja. Weil teuer und man muss das mitnehmen. Haselnuss, Erdbeer. Bismillah. Ist heiß? Ja, warm. Ja, ich stehe. Wow. Wow? Mama. Tamam, auch gerade. Tamam, Bruder, jetzt hört. Sag nochmal, Bruder. Boah. Boah, boah, aber boah. Das ist echt gut, Mann. Tamam, okay. Hatte Art. 10 von 10. Ich bin nicht so ein Fan davon, ja. Also ist okay. Das ist lecker, Bruder, aber es ist für mich zu viel. Boah. Ist mir auch ein bisschen zu viel, Bruder. Bitte euch, Jungs. Einer sagt zu viel, Dicke, jetzt guck hier mit 3000 Kalorien. Aber komm, den letzten esse ich auch noch. Das war's mit dem Gym-Vlog, Food-Tour, was auch immer es war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, checkt gerne die Jungs ab. Link ist in der Bio von dem Instagram von Okka und von Semi. Super Sinis. Ja, super Sinis. Wie gesagt, Glocke aktivieren ist kostenlos. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Prost. I want all of this. Money, trust, and chains. I feel marvelous. And I put that on my name. I want all of this. Money, trust, and chains. I feel marvelous. And it's like that every day.